Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir könnten hier ein paar Sachen vertickern. Wo ist hier ein Händler? Da. Du nicht. Du auch nicht. Aber du. Kein Norbert. Ja, in meinem auch. So. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Die Kupferschaufel brauchen wir nicht. Wo habe ich denn die her? Den Recurve-Bogen kann ich verkaufen. Die Steinpfeile können wir verkaufen. Säckchen. Trinkschlauch behalte ich nochmal, weil es gab zumindest immer mal eine Quest, wo man die noch... wo jemand Durst hatte. Das Brennholz brauchen wir nicht. Die Holzschalen brauchen wir nicht. Das Leder kann ich verkaufen. Den Pelz, den Stock, den Ton auch mal. Die Flaschen aber nicht. Aber sind wir auch erstmal wieder. Farewell. Erstmal wieder mit ausreichend Platz im Inventar versorgt. So, dass wir jetzt nach Branica gehen können. Sehr schön. Ja, und von Branica aus, denke ich, gehen wir dann direkt nach Denica. Nicht noch extra über Rolnica, dann gehen wir... Wenn wir dann in Denica abliefern, dann gehen wir nach Rolnica. Oder falls wir in Denica nichts abliefern müssen, wenn wir es direkt machen können, gucken wir mal. Ich weiß ja nicht, was da für Quests auf uns zukommen. Hier müssen wir die Schuhe abliefern und... das Friedensangebot mitnehmen. Sie, die ist ja immer, also die Gegnerin hier, die ist ja immer friedlich. Oder immer auf Frieden. Ja, um Frieden bemüht. Heide Womira. So, die Näherin aus dem Nachbardorf hat mich gebeten, herzukommen. Ich bin mir nicht sicher, was zwischen euch beiden ist. Lasst uns das Kriegsball begraben. Genau, Rivalität hat lang genug gedauert. Wir nehmen das Friedensangebot mit. Vielen Dank. So, haben wir erledigt. Jetzt müssen wir das Ganze an Carolina abliefern. Und ja, wie sie drauf ist, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es immer dann zwei Varianten. Eine, wo auch sagt, okay, Frieden. Und eine, wo sagt, nein, auf keinen Fall. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich überlege gerade, gehe ich, ich glaube, ich gehe den Weg hier. Da kommen wir manchmal noch an Wagen vorbei. Wenn man Glück hat. Oder war das ein Lager? Ich weiß gar nicht. Irgendwas haben wir ja letztens mal gesehen. Ich könnte nur gerade nicht sagen, was es war. Aber jetzt scheint einfach gar nichts da zu sein. Ich glaube, das war ein Lager, das hier war. Verlassenes. Bin mir da aber, wie gesagt, nicht ganz sicher. So, wie spät haben wir es denn? 15 Uhr, ja. Wir gehen jetzt nach Denica. Und von dort aus dann... direkt nach Hause. Oh. Fischbär, sehr schön. Fischfilet sind auch nicht verkehrt. Wie sieht's da aus? Kein Banditenlager, sehr gut. Dann können wir nämlich durchlaufen.
klug gewesen wäre, wäre ich jetzt durchs Wasser gegangen, ne? Aber ich war nicht klug. So, wahrscheinlich müssen wir ja eh nochmal nach Denica, dann können wir auch von dort aus dann Rolnica stiefeln und hintenrum zurückgehen. Ihr wisst ja, ich versuche immer möglichst unterschiedliche Wege zu gehen, auch wenn die dann ein bisschen länger sind. Aber einfach, dass man halt ja so die verschiedenen Wege abklappert, ne, und guckt, was so an Ereignissen da lauern, was man da eventuell an Wägen oder Wagen, Wägen, beides glaube ich richtig, ne? Was man da so abgreifen kann. Oder halt Banditen. Ah ne, das ist Gebüsch. Ich dachte gerade, sah fast aus wie das Banditenlager. So, wer hat denn hier die Quest? Wer hat denn hier eine Aufgabe für uns? Bist du das? Oder nicht? Nee. Gesundheit. How Kinga, can I help you? kann ich dir bei was helfen? Du hast deinen Bogen verloren. Ich bringe dir einen neuen. Du willst ja bestimmt einen Recurve-Bogen, oder? So, dein neuer Bogen. Ja, haben wir. Nicht gefertigt haben wir gefunden. Ich kann dir, glaube ich, ein paar Dinge gerade Welcome. verkaufen, ne? Oh, und Only goods of the highest quality. ich kann Puppen von dir kaufen. So, die Bretter brauche ich nämlich nicht. Sonst die Bronze-Axt, den Eimer brauchen wir nicht. Den Trinkschlauch vielleicht. Aber ich kann Puppen von dir kaufen. Die kann ich dann nämlich verschenken. It was nice seeing you. Ja. War schön, dich zu sehen. Ja, dann braucht man nur noch Rollnicker. Das machen wir aber, wie gesagt, in der am nächsten Tag. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir heimkommen. Oh. Oh. Ne, den Stock wollte ich nicht. Gegengift. Banditen sind hier jetzt aber keine, ne? Hopsa. Sieht nicht so aus. Schaut nicht so aus. So, eiertechnisch scheinen wir jetzt auch wieder so langsam auf den grünen Zweig zu kommen. Zumindest gab es hier kein Gemecker mehr vom, das Material ausginge. Oh. Dass der da auf dem Weg lang läuft, ist aber auch selten. Hatte ich bisher eigentlich noch nie. So, wo sind die Wölfe? Wenn ich sie rechtzeitig sehe, gehe ich denen ja durchaus aus dem Weg, wenn ich sie nicht brauche. Da hinten war einer. Alles gut, ich verschwind ja schon. Bin ja schon weg. Kein Stress. So, dann müssen wir uns eine neue Armbrust fertigen, ne? Oder habe ich vielleicht noch eine im Lager? Das kann natürlich auch sein. Das könnten wir auch noch mal gucken. Wie schaut es da mit einem Banditenlager aus? Da ist manchmal auch eines. Jetzt zum Beispiel.
Nee, 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 nicht hauen. Du mit deinem Piekser da. Upp, aua. Böser Bub, du. Na, 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 na. Komm zurück. Wow. So. Knüppel nehmen wir natürlich auch mit. So, jetzt haben wir hier oben ein paar Leute rumliegen. Einmal der Axttyp. Oh, die ist aber nicht mehr viel wert. Dann der hier. Pfeil hätte ich gerne wieder. Du brauchst ihn ja auch nicht mehr. Hattest du auch ein Werkzeug dabei? Nee, ne? Da ist ja noch einer. So, jetzt haben wir sie, glaube ich, alle. Dann gucken wir nochmal geschwind im Lager. Ich muss noch was essen. Wir haben noch Kohlsuppe da. Den hatten wir schon. Brennholz nehmen wir mit. Münzen nehmen wir natürlich mit. Salzfleisch. Trinkschlauch. Pflaumenwein. Knüppel. Kupfererz. Die Wagen sind leer. Da sind aber noch Pfeile. So. Schön, haben wir alles, glaube ich. Nehmen gerade mal einen Gewichtstrank. Dann sind wir zumindest mal nicht mehr überladen und können schneller laufen. Weil so langsam sollten wir ja heimkommen, ne? Und so langsam wäre das nicht verkehrt. Ist gut, dass wir nicht nach Rollnicker gegangen sind. Da können wir dann morgen hingehen. Also im Ingame morgen. Aber im Real Life heute. Das ist auch noch ein Wagen. War der letzte Jahreszeit schon da? Ja, ich glaube schon, ja. War er. Naja, hätte ja sein können. Versuch war es wert. Wir müssen uns dringend waschen. Sonst reden die Leute bald nicht mehr mit uns. Besser mit Abstand an den vorbei.
Ja, Schuhe brauche ich jetzt auch nicht, aber wir gehen morgen dann eh über Hornika. Stiefeln wir los. Von dem her. Dann gehen wir nämlich, das kann ich hier gerade schon mal zeigen. Dann gehen wir den Weg hin und den Weg zurück. Dann haben wir die zwei Wege nämlich auch abgedeckt. Ja, das Lagerfeuer habe ich gesehen. Da haben wir aber ja in der letzten Folge die Banditen schon besiegt. Nur für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder jede Folge sieht. Ich weiß, manche machen es. Freue mich auch sehr, sehr drüber. Also wirklich riesig. Aber es gibt natürlich auch Leute, die gucken immer nur mal gelegentlich rein, wie sie halt Zeit haben, was ja auch völlig okay ist. Ich freue mich über jeden, der guckt, ob regelmäßig oder unregelmäßig oder nur einmal oder fünfmal. Ich freue mich einfach, wenn jemand die Folgen schaut und sich dran erfreut. So, dann können wir jetzt auch mal schlafen gehen. Vielleicht Tasche noch leer machen, ne? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wäre, glaube ich, kein Fehler. Ups, hier ist es dunkel. Bierflasche, Brennholz. Oh, wie sind wir eigentlich? Oh, gewichtstechnisch sieht gut aus. Wir legen zumindest nicht zu. Wir nehmen auch nicht groß ab, aber wir legen auch nicht zu. Das ist viel wert. Das muss ich abliefern. Bronzeaxt. Eisenspeer. Fischspeer. Knüppel. Kupferaxt. So, Trinkschlauch brauchen wir aber maximal einen. Wenn überhaupt. Gut möglich, dass wir auch gar keinen brauchen. Ich habe die Quest schon lange nicht mehr gehabt, wo jemand Durst hatte, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt. Oder vielleicht gibt es die noch, aber nur in den Anfängen vom Spiel. Dass man die hinterher gar nicht mehr hat. So. Apfelwein, Birnenwein, Fischfilet, Fleisch. Fleisch mit Soße, gebratenes Fleisch, Kirschwein, die Kohlsuppe behalten wir, Met, Pflaumenwein, Salzfleisch, Trockenfleisch und Zwiebeln natürlich. So. Dann waschen wir uns noch. Und dann gehen wir schlafen. Dann gehen wir endlich ins Bettchen. War ein langer Tag, ne? Oh, 9:30, ja. So, Frau schläft auch schon. So. Und guten Morgen, meine Hallo. Liebe. Wie steht's denn um unser kleines Königreich? Es fehlt Handwerksmaterial. Handwerksmaterial? Wo denn? Scheune. Achso, wir haben keinen Weizen mehr, den sie dreschen können. Das ist okay. Absolut okay. So. Dann würde ich sagen, stiefeln wir mal los nach Rolnica und nach Hornica. Gucken mal, ob wir Frieden stiften können. Ich fürchte. Die Chancen stehen da 50-50. Gucken wir mal. Gucken wir einfach mal.
So, wir sind jetzt Tag 3, ne, von 6. Dann haben wir, wenn wir den Tag rum haben, haben wir Halbzeit. Aber ja, dann werden wir auf jeden Fall wohl noch mit Wandern beschäftigt sein heute. Weil es ist halt einfach das genau entgegengesetzte Ende der Karte, beziehungsweise das diagonal entgegengesetzte Ende sogar. Also viel weiter weg kann der Ort eigentlich gar nicht sein. Ach so, Moment. Die Quest. Jetzt wäre ich fast durchgestiefelt. So. Hi Carolina, ich komme mit guten Nachrichten zurück. Hat sie zugegeben? Nein, sie will die Rivalität beenden. Ja, okay, sie wird nicht ruhen. Ah ne, doch, Zero, das ist ziemlich gut gemacht. Selbstverständlich nicht so gut, wie es bei mir geworden wäre, aber trotzdem. Schon gut, ich werde versuchen, mich mit ihr zu vertragen. Sehr schön, das ist das schönere Ende der Quest. Warte mal kurz, Carolina. Zeig mir mal deine Waren. Stoffpuppen hätte ich nämlich gerne. Mach's gut. Und der Jan ist doch auch hier, oder? Entschuldigung, Leonard. Jan, zeig mir mal deine Waren. Weil du hast doch die Spielzeugschwerter. So, haben wir uns zumindest mal mit Spielzeug eingedeckt. Das ist schon mal gut. Ist der Jan der Sohn von der Carolina? Kann das sein? So vom Alter her würde das hinkommen. Sie ist 57, er ist 35. Müsste der Sohn sein, ne? Wenn ich mich da nicht vertue. Jetzt habe ich vergessen, eine Armbrust einzustecken. Naja. Mit dem Bogen kommen wir auch gut voran und der ist ja noch neu. Von dem her laufen wir da eigentlich nicht Gefahr, dass der abnutzt auf der Reise oder kaputt geht. So, hier ist gleich nochmal ein Spot, wo Banditen sein können. Im Dunkeln sieht man es natürlich besser, ne? Weil dann sieht man das Lagerfeuer. Da ist auch ein Spot, wo ein Lager sein kann. Also ein leeres Lager, aber da ist keins. Keine Banditen. Gut. Ja, immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits freue ich mich, wenn ich ungeschoren hier einfach durchlaufen kann. Andererseits freue ich mich natürlich, wenn wir looten können. Das ist immer so beides schön. Also schön, wenn sie da sind und schön, wenn sie auch nicht da sind. Also ich finde es für mich quasi eine Win-Win-Situation. Einerseits mag ich die Aufregung, wenn wir da uns gegen die Banditen behaupten können und freue mich, wenn wir es dann looten können, das Lager. Andererseits natürlich freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ich hier einfach völlig ungeschoren durch die Lande laufen kann. So, hier vorne müssen wir mal aufpassen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, wo sie hier dann, glaube ich, sind. Und einmal da hinten, wo sie dann hier ums Eck kommen, wo sie dann bei der in der Mine campen oder ihr Lager aufgeschlagen haben. Das hatten wir letztens. Heute ist da aber keins. Gut, müssen wir nur noch aufpassen wegen den Teddybären hier. Da ist einer. Machen wir mal einen größeren Bogen.
In der Hoffnung, dass wir dem zweiten nicht in die Tatzen laufen. Aber sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Hoppala, schlagen wollte ich nicht. So, hier ist nochmal Wolfsgebiet. Da sind die zwei. Das heißt aber, ich kann an den Wagen ran, ne? Die laufen gerade beide in die andere Richtung. Ich gehe ja schon. Stress hier nicht so rum. So, wir müssen Richtung Denica. Weil ich gehe jetzt über Denica nach... Boah, ich könnte auch hier lang, ne? Dass wir hier lang laufen. Ich glaube, das machen wir auch. Ist ein kleiner Umweg, aber das ist egal. Wir haben ja Zeit. Weil in Denica waren wir ja schon, dann laufen wir jetzt quasi einfach mal noch die anderen Teile ab. Alle Wege kann ich eh nie komplett laufen. Aber ich gucke halt, dass ich doch ein bisschen Abwechslung da reinkriege. Dass wir halt möglichst viele Wege ablaufen. Da ist ein Lux, aber keine Banditen. Weil da oben kann auch ein Banditenlager manchmal sein. Chiserica. Okay. Müssen wir gerade gucken, weil hier ist auch Wolfsgebiet. Da steht schon einer. Ich bin doch schon weg. Bin nur auf der Durchreise. Stress hier nicht so rum. Holzstämme nehmen wir mit. Die Axt auch. Was haben wir hier noch? Zwei Weizenbier. Nehmen wir natürlich auch mit. Freuen sich meine Leute drüber. Sonst haben wir nichts. Dann können wir aber die... die Dinger gerade mal verarbeiten, die Holzstämme. Einen haben wir noch, da können wir noch einen Speer draus machen. So. Dann haben wir nämlich zum einen weniger Gewicht. Zum anderen können wir die Sachen teurer verkaufen, als wenn wir die Holzstämme verkaufen würden. Kein Wagen, aber da haben wir auch... Wäre der da, wäre der mit Sicherheit leer, weil wir den das letzte Jahreszeit gesehen haben. Da oben kann, glaube ich, auch ein Banditenlager sein. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eines. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Vielleicht verwechsel ich das auch. Oh, und wir müssen unbedingt mal Sambor besuchen. Rollnicker, da wollen wir hin. Wir müssen unbedingt Sambor mal besuchen. So. Wir gehen den Weg hier. Sehr schön. Trinken tun wir nachher. Oder ich esse gleich mal Kohlsuppe, das geht auch. Ja, hier scheint... Da ist ein Lager. Ein leeres, also ein unbewohntes so. Leer ist es ja nicht, aber unbewohnt. Eine Axt.
Ein Wein. Brennholz. Pfeile. Pfeile da sind, ist doch meist auch ein Bogen hier. Meist. Offenbar jetzt nicht. Da ist nix. Da ist nichts. Okay. Haben wir noch wieder einen Wein und Hopfen abgestaubt? Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt schon wieder ein paar Hopfendinger, ne? Hopfensetzlinge. Und die irgendwo mal, entweder verkaufe ich die. Oder ich muss mal gucken, ob ich die nochmal irgendwo, ups. Aua. Ob ich die irgendwo einpflanzen kann. Müssen wir mal schauen, wo wir noch Platz haben. Ja, unsere Landwirte haben ja jetzt eh nicht viel zu tun, ne? Ist ja Winter, da mussten die nur ein Feld einsäen, das mit den Möhren. Das war's dann aber auch schon. So, hier sind wir ja schon durchgekommen, hier wissen wir, dass keine Banditen sind. Keine Banditen und keine Wagen. So, hier trinken wir gerade mal einen Schluck. Sehr schön. So, hier ist auch nochmal Wolfsgebiet. Also hier links, da sind Wölfe manchmal unterwegs. Bis an den Weg kommen sie aber, glaube ich, nicht ran. Oder hatte ich jetzt zumindest noch nicht erlebt. Aber wenn man halt ein bisschen reingeht, dann sind sie nicht so glücklich darüber. Aber ist ja verständlich, ne? Wer will schon einfach ungebetenen Besuch? So, wir hatten hier die Quest. Das müssen wir jetzt mal gucken. Ist das jemand hier im Haus? Tomira ist es nicht? Irmina, kann ich dir bei etwas helfen, meine Liebe? Du bist hungrig. Klar, kümmern wir uns drum. 10 Mehl. Na da. Zeig mir mal deine Waren. Du hast doch bestimmt Mehl, ne? Genau, dann kaufen wir die 10 Mehl gerade, weil da will ich jetzt nicht extra für 10 Mehl nochmal hierher stiefeln. Mach's gut. So. Ah ne, du warst es nicht. Aber dir kann ich Dinge verkaufen. Moment. Ah, du bist eine Kräuterfrau. Ah. So, dann gehen wir hier hin. Wir haben Bärenwein. Das Brennholz kannst du haben. Den Bronzepfeil brauche ich nicht. Die edlen Schuhe brauche ich nicht. Die Axt kannst du haben. Die Google kannst du haben. Die Holzschaufel brauchen wir nicht. Holzspeer brauchen wir nicht. Hopfensetzling weiß ich noch nicht. Behalte ich mal noch. Das Kupfererz kannst du haben. Das Mehl muss ich noch abgeben. Steinaxt darfst du haben. Trinkschlauch brauche ich jetzt nicht mehr. Das Bier behalten wir. Wolle, Wollgarn, Wollstoff und das Zinnerz, das darfst du haben. Mach's gut. Ist sie da noch im Haus? Ich dachte, wir wären mit rausgekommen. Okay, hier, dein Mehl. Mach's gut. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Weil jetzt wegen 10 Mehl extra nochmal hier hin. Macht wenig Sinn. Zumal wir dann jetzt auch so die Wege abgelaufen sind. Sonst wäre das ja nochmal eher reizvoll.
wenn man wenn man dann noch ein paar Wege ablaufen kann, aber hierhin sind wir dann so ziemlich durch. Ich könnte höchstens noch darum und darum zurück oder so, aber nee. Nee. Da kaufe ich lieber die 10 Mehl. Ach so, irgendwem fehlt hier was. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Produktion. Näherei. Keine Wolle mehr. Okay, müssen wir nochmal wieder Wolle besorgen. Ein Wiesent, dem gehen wir ein bisschen aus dem Weg. Kommen wir dann eh nachher in Hornika vorbei, dann können wir da nochmal Wolle kaufen. Und dann können wir morgen. Ja, nee, scharfe Scheren gibt ja Ärger. Stimmt, das mögt ihr ja gar nicht, wenn ich das im Winter mache. Dann lassen wir das natürlich. Dann gehen wir lieber Wolle kaufen. Gucken wir mal, ob wir genug kriegen bei der Caroline. Oh. Eisensichel. Ich die übersehen letztes Mal. Weil der Rest war ja leer. Hi Fuchs. Reinicke der Fuchs. Hier dürfte ruhig ein Wagen mit Wolle oder so liegen, also mit mehr als einer. Würde ich nicht nein sagen. Absolut nicht. So, hier oben schon mal kein Lager. Ich gucke gerade noch mal, ob das wieder die Wolle ist. Ja, ist wieder die Wolle, okay. Weil nicht, dass wir da das irgendwie. Oh, ist nochmal ein Wagen. Den gucken wir uns natürlich auch noch an. Ein Bogen. Steinpfeil. Pelz. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir ja nichts groß gefunden, was wir hier verkaufen könnten. Aber ich kann hier nochmal ein Spielzeugschwerter kaufen. Wo ist denn der Schmied? Bist du der Schmied? Nee, du bist da drin, ne? Hoppala. Theobald, Gesundheit. Ja, Spielzeugschwerter hätte ich gerne. Vielen Dank. Farewell. Hi Gisela. Da müssen wir lang, ja. Hier sind wir richtig, ne? Genau. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir auch dann die heutige Folge. Die Zeit ist jetzt nämlich wieder um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.